Ihr Leute, ich habe meine Sachen gepackt in meinem super freshen Rucksack und wir fahren jetzt zum Helene Beach Festival. Komm mit! Ja Leute, wir sind jetzt hier auf dem Helene Beach Festival. Wir stehen auf dem Jägermeister Gasthof und hinter mir ist die große Mainstage. Aber wir gehen jetzt mal die anderen Stages auschecken und nehmen euch natürlich mit. Viel Spaß! Hier mit der lieben Anne, auch bekannt als Pretty Pink, und die hat hier gerade aufgelegt und wir sitzen jetzt hier am Strand beim Helene Beach Festival und ich möchte jetzt erstmal wissen, so ganz standardgemäß, warum eigentlich Pretty Pink? Deine Kopfhörer sind ja auch so pink. Wie bist du zu dem Namen gekommen? Das ist so ein Fauxpas aus jüngeren Jahren. Ich habe immer pink getragen früher und ja, da ist das halt raus resultiert. Da wollten wir erst, haben wir gebrainstormt in der Runde unter Freunden und da hieß es dann Pretty in Pink. Und ja, jetzt habe ich die pinken Sachen abgelegt, aber den Namen habe ich leider noch. Und die pinken Kopfhörer. Die müssen sein. So ein bisschen Image muss man ja transportieren. Du bist ja auch gerade ziemlich erfolgreich mit dem Track. Ich muss immer an dich denken. Und das ist ja gerade so ziemlich berühmt, dieses Deep House zusammen mit deutschen Vocals. Was meinst du, finden wir Deutschen daran so toll, dass wir darauf so abgehen? Na, erst einmal versteht es jeder. Und man kann es halt besser mitsingen. Und ja, ich finde halt auch, die deutsche Sprache ist ja manchmal musikalisch im Ausland auch nicht so beliebt. Aber ich finde halt, gerade mit dem Deep House wirkt das ganz toll und mir gefällt es auch selber sehr gut. Also ich mag die Mischung. Hat dir denn auch hier der Auftritt jetzt auf dem Festival gefallen? Ja, sehr. Ja. Und was steht in nächster Zeit so bei dir an Releases oder wo bist du noch dieses Jahr, wo kann man dich noch sehen? Oh, es steht ganz viel an. Ich kann es gar nicht aufzählen alles jetzt. Ja, es kommt jetzt eine neue Nummer mit Chapeau Clack zusammen raus, also Blütenstaub heißt die, die kommt demnächst und ja, viel. Dann habe ich einen Armin van Buuren Remix gemacht für Mr. Props, Another You. Ja, jetzt ist ja Festivalsaison, also kommen noch ein paar Festivals und dann im Winter halt gibt es eine Amerika-Tour. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und auch wenn du jetzt schon so lange dabei bist, ist es ja immer noch sehr, sehr selten, dass Frauen so hinterm DJ-Pult stehen, obwohl wir ja eigentlich noch viel schöner anzugucken sind. Warum meinst du, üben wir so selten diesen Job vor allen Dingen erfolgreich, so wie du aus? Naja, also es ist erstmal hart, sich durchzusetzen. Man wird ja immer so ein bisschen als, ja, so ein bisschen belächelt. Ist einfach so. Das war am Anfang bei mir auch. Und ich gucke, also ich stehe da drüber, mir ist das egal. Ich mache das gern. Ich mag meine Musik zu spielen und das auch zu performen. Und da sind mir alle anderen Kommentare egal. Ich würde viel mehr Mädchen aufrufen. Also es sollten sich viel mehr trauen und einfach machen, was sie möchten. Also, aber ich denke, da kommen wir hin. Es wird ja immer mehr. Schön. Dann denke ich, du willst es noch ein paar Jährchen weitermachen? Ja, sehr gern. Gut, dann war es das jetzt auch von uns schon. Hui. Haben jetzt hier gerade einen kleinen Sandsturm, aber ja, das war die liebe Anne von Pretty Pink und wir sehen uns später wieder. Wunderschönen Tage beim Helene Beach Festival in Frankfurt oder neigen dich dem Ende zu. Das Wetter war Bombe und der Strand war auch super schön. Im Hintergrund tanzen auch alle Leute und haben mega viel Spaß und das machen wir jetzt auch noch, denn wir gehen jetzt noch zu Gestört, aber geil auf der Mainstage und verabschieden uns danach von euch und hoffen natürlich, dass wir uns nächstes Jahr vielleicht hier wiedersehen
Und ja, ich hoffe, euch hat euch alles gefallen und ihr konntet ein paar schöne Impressionen sehen. Und ich sag bis dann. Ciao.